Herzlich willkommen zurück bei Hard West, bei diesem XCOM für Wild West, Freunde und für die Anhänger der Satanisten und des Teufelskultes. Herzlich willkommen bei Christian Weigel, unserem Oberteufel. Ich muss mir noch die Hörnchen polieren, sonst kann ich hier nicht auf die Gläubigen und Ungläubigen losgelassen werden. Das klang jetzt aber sehr schlüpfrig. Oh Gott. Ja, ich habe es auch gerade gemerkt. Also das Ich ziehe die Bemerkung zurück. Wie viel gibst du mir, wenn ich die Folge neu starte? Wie viel Gold? Ein Katzengold-Nugget? Mehr. Drei Katzengold-Nuggets? Mehr. Dreieinhalb Seele hätte ich gerne. Ach, meine Seele, die ist doch eh schon schwarz und verdörrt. Durch den ganzen Kontakt mit dir. Okay, wenn du mir nichts Solides anbieten kannst, dann werde ich das jetzt ausstrahlen. Also herzlich willkommen bei diesem Let's Play und bei Mr. Schlüpfrig, bei Christian Weigel. Zwielichte Bude, da waren wir gerade, das hat ihm anscheinend ihn ein bisschen aus der Fasson gebracht. Verschiedene Möglichkeiten haben wir, wohin wir rennen könnten. Wir haben einen Fluch, von dem wir uns befreien sollten. Zur Wahrsagerin können wir gehen, zur Kirche können wir gehen, um da versuchen, den Fluch von uns zu nehmen. Zum Brunnen können wir laufen oder wir können einen Kampf durchführen in dieser mexikanischen Stadt. Da kribbelt es mir gleich in meinen Schusshändchen. Mhm. Oder, und da komme ich, glaube ich, Christian entgegen, wir wollen uns erstmal einem anderen goldenen Kalb wollen wir uns auf die Knie werfen und ihm huldigen, nämlich dem Götzenmammon. Genau, wir haben nämlich den mexikanischen Banditenboss aus dem Weg geräumt und müssen jetzt keine Steuern mehr hoffentlich bezahlen, wenn wir nach Gold schürfen. Und da können wir in der Bonanza noch einmal abgreifen, bevor wir in der mexikanischen Stadt die Colts sprechen lassen. Auf zur Ranch Ponderosa! Wir reiten dahin und es passiert. Seifengold. Wir kriegen ganz viel Seifengold, müssen 40 Gold investieren und sahen jetzt sicher ganz toll ab. Die tieferen Goldschichten? Boah. Bolla. Wow, aufgrund des Fluchs erzielen wir nur 294 Ach, Gold. Ach, der Fluch frisst uns auch Prozente Ach, komm, weg. Ach, das ist total viel. 254 plus. Mhm. Sensationell. Jetzt haben wir 340 plus. Jetzt rennen wir gleich zum Kampf. Genau. Ne? Beflügelt davon, wie wir sind. Mit vollen Taschen zum Kampf, damit die Banditen auch was zum Plündern haben, wenn sie uns besiegen. Die Stadt versank im Chaos, seit der Banditenfürst tot war. Es wurde Zeit, die Sache zu Ende zu bringen, die du begonnen hattest. Nein, wurde es nicht. Ja, das wurde es. Oh ja, das wurde es. Wir sind ja ausgerüstet, wir haben unsere Spielkarten verteilt an die Charaktere. Kampf. Florence hat ihren Pfefferbüchsenrevolver. Wir haben ein Elefantengewehr gekauft, das ist alles in Ordnung. Das haben wir alles letzte Folge gemacht, genau. Da kann nichts anbrennen jetzt. Mhm. Und, stimmt, unserem Sohn Warren, dem fehlt ja sogar ein Stück Hirn. Hast du noch? Ja. Weißt du noch? Genau. So leicht kann ein Schädelbruch ganz, ganz dumm und schlecht verheilen. Ja, er ist jetzt dümmer, aber wie wir gesehen haben, er ist auch glücklicher geworden. Mhm. Glücklicher, gewandter, schneller, genau. Behender. Das heißt, der Weg zum Glück läuft immer über die Dummheit. Führt manchmal durch, auf Spielen. Führt manchmal durch irgendetwas, was ich gerade vergessen habe, genau. Los, wir spielen mal wieder genau, weiter. Genau, klicken. Geht mir auch manchmal so, dass ich auf einen Ladebildschirm starre und dann merke, huch. Ein Hinterhalt. Unsere Gegner wurden sofort alarmiert. Wir drei stehen in der Mitte dieser Stadt. Aus allen Richtungen können die Feinde kommen, auf uns schießen und es sieht tatsächlich bitter aus. Wir sollten uns schnellstmöglich vielleicht ein Versteck suchen. Hier ist ein Mann in einer Stadt, in einem Haus drin und hier ist ein zweiter, der hat sich hinter einem Mäuerchen verschanzt. Ein dritter Gegner hier oben und ein vierter, der ist auf dem Dach, der ist auf der Veranda. Wo können wir hinflüchten, Christian? In welche Richtung ginge es und wo wären wir in Sicherheit? Das ist jetzt hier wirklich die Frage. Guck mal, in das Haus hier rein. In das Haus hier rein, genau. In das Haus und in alle, obwohl das haben wir beim letzten Mal schon gemerkt. Da können wir auch beschossen werden, aber trotzdem. Da werden wir aber immerhin in zwei Richtungen in Deckung in dieser Tür. Ich bin für diese Tür. Ja. Ja, auf jeden Fall. Einen können wir hier in die Ecke stellen, obwohl der kann der. Durch die Tür kann man nicht schießen. Doch, hier die Tür ist ja gleich offen, wenn wir da jetzt reintrampeln. Könnte sein. Dann nehmen wir erstmal, wer ist denn der Fernschütze? Der Fernschütze ist der Fatih mit dem Elefantengewehr. Doch, trampel da rein in die Tür. Der könnte vielleicht die Leute hier oben abknallen, oder? Nee. Erst in Deckung gehen und dann schauen wir, auf wen wir überhaupt schießen können. Ich würde ihn gerne hier hinschießen. Ah ne, hier ist nur halbe Deckung. Dann stelle ich neben das Fenster, genau. Nicht ins Fenster, hier sondern. Hin. Dann ist er nach rechts. Ja, genau, rechts. Das ist gut. Mach Papa, das. Go. Papa, go.
Und er hat 3 Gegner zur Auswahl. Mhm. Vielleicht haben wir auch einen, der dann irgendwie keine Deckung hätte. Boah, präziser Schuss, aber nicht genügend Aktionspunkte. Ja, das ist wohl eine spezielle. Dann brauchen wir einen normalen Schuss. Dann machen wir einen normalen Schuss. Vielleicht haben wir da auch. Auch 100% und 5 Trefferwahrscheinlichkeit. Schalte mal durch, wen wir noch treffen könnten. Alle. Die ist aber nicht sicher. Den, weil der auf dem Dach ist und auf dem Dach auf der falschen Seite in Deckung gegangen ist. Wie ungünstig von ihm. Ja, den nehmen wir zuerst raus. Das Elefantengewehr in Action. 5 Trefferpunkte, sehr schön. So, als nächstes nehmen wir Warren. Mhm. Der hat ja auch ein ganz schönes Repetiergewehr. Mhm. Hierhinter ist dann beide Richtungen geschützt. Genau, und guck dann mal, auf wen er so schießen kann. Hat er überhaupt noch Gegner vor der Flinte? Ja, hat er noch. 54 Wahrscheinlichkeit, Prozente. Und der andere und auch mal. 54. Er hat auch noch eine Spezialfähigkeit hier, das war Ausweichen, alles klar. Hm. Ja, nehmen wir vielleicht, auf wen sollen wir schießen? Ist eigentlich egal. Ist eigentlich vielleicht egal. Lass uns mal den hier nehmen. Mhm. Der steht dichter an uns dran. Wir richten nur 2 Schaden an. Also in diesem Spiel ist anscheinend Deckung auch gleichzeitig Schadensreduktion. Oh, das macht ja nichts. Und sie? Tja, wir können ihn natürlich hier hinbringen, aber dann könnte die theoretisch von der linken Seite beschossen werden, von denen da, aber die können ja nicht durch die Wände durchschießen. Genau, die müssten ja erstmal außen um das Fenster rum. Also ich finde es gut, mach das. Ich finde das auch gut. Vielleicht hier hin? Dann können die nämlich durch das Fenster auch schießen. Genau. Oder wollen wir die hier an der Tür vorbei nach links das schießen lassen? Das ist egal. Dann schieße ich die mal hier hin, weil dann sollte die bei dem, der hat ja Deckung zu beiden Seiten, den besser erwischen können. Also jetzt gefällt mir das alles. Jetzt haben wir wirklich mal einen Einsatz hier. 44% nur. 45, 44 genau. Und da auch nochmal. Wir nehmen natürlich den. Der schon angeschossen ist, genau. Dann haben ganz wir den genau. Vielleicht. Der hat jetzt zwar ein bisschen mehr Glück, weil er eben von Sohnemann getroffen wurde, aber das macht ja nichts. Kablam, ja. Da haben wir ihn. Sag mal, das ist schon ziemlich splattermäßig hier, ne? Was da an Blutmengen fließt. Ja, jetzt gehen sie gegen unsere Position in Deckung. Die schießen auf die Frau als Erste. Ist das was sind denn das für Lumpen? Das würde ein wahrer Gentleman doch nicht tun, oder? Nein. Und schon sind wir wieder dran. Weiß ich vom Hören sagen. Ich bin ja selber auch keiner, aber mir wurde das so zugetragen. Guck mal, der hier, der da 3, der steht sehr frei. Den kann Florence doch erschießen. Oh, ja, der hat gar keine Deckung. Das macht Florence. Dann nehmen wir uns gleich mal. Ist doch schön, von einer Frau gekillt zu werden. Vielleicht gefällt mir das ja sogar. Das wäre mir, glaube ich, sogar egal. 56, was? 34, das ist ja... Das ist ja Alter. Lachhaft, wieso ist das denn dann so nehmen wir wenig? Erstmal die anderen. Nehmen wir erstmal Warren. Auf wen kann der schießen? 66, 44, dann schnappen wir uns jetzt, gucken, checken wir das auch mal bei Paar. Der hat den präzisen Schuss. Ach stimmt, mit dem könnten wir vielleicht jemanden vom Dach putzen. Ja, vielleicht den da oben, weil den hier unten, den können auch die anderen, wenn die zweimal auf den schießen, wahrscheinlich holen. Oh, Munition, alle, laden nach. Ach, das verdammte Elefantengewehr hat nur einen Schuss. Kann immer nur einmal schießen. Wechsel mal bitte zum Revolver bei Paar. Vielleicht können wir den, ja... 100% auf diesen Banditen, den ja, würde er komplett den, erwischen. Komm, dann nehmen wir den. Ja, dann nehmen wir den vorne. Ein 100% Bandit, das ist ein geschenkter Gaul, den man nicht ins Maul... ist das Splattermäß. Den man nicht ins Maul schaut. Das ist echt heftig, ja. Und das sind jetzt noch normale Gegner. Ich habe ja gehört, es soll später noch irgendwie Untote und Zombies geben. So, und der kann hier, der Sohnemann, nur auf einen schießen. Du könntest ja mal nach links dich bewegen und aus dem anderen Fenster schauen vielleicht. Ja, aber dann ist der wiederum von dem hier, ach so. Weißt du, wie ich meine? Du meinst aus dem Fenster hier gucken? Mhm. Aber dann kann er von oben. Sollen wir nicht erstmal den hier ausschalten, bevor wir die Deckung hier aufgeben? Ich guck mal, was sie machen kann. 34, das ist nichts. Also wenn überhaupt, dann sollte sie rüberlaufen. Ich nehme ihn mal und lass mit ihm mal da oben drauf ballern. Mit welcher Waffe? Mit dem Repetiergewehr. Natürlich, das ist nämlich die bessere Waffe. Ja, 44, aber es macht nur einen Schaden, weil der Arme das Opfer in voller Deckung ist. Da müsste man etwas oft drauf schießen. Immerhin verliert er ein Glück, aber jetzt sie, ich bin sehr skeptisch, ob man sie hier hin könnte, man sie, aber ich glaube, die schießen auf die. Dann mach's nicht, dann schieß weit, dann hilf mit, auf ihn zu schießen, auf den anderen, um sein Glück zu reduzieren. Wir könnten sie höchstens aus dem Haus rausbringen und hier auf die Rücken, da hat sie auch keine Deckung. Das ist alles zu riskant. Dann schieß einfach von der sicheren Position hier. Wir können mit ihr rennen.
Nein. Und sie versuchen, ins Haus reinzubringen? Nein. Aus der sicheren Position. Mhm. Reduziert ja auch Glück wahrscheinlich. Genau. Nein. Trifft ihn sogar. Minus eins. Sehr schöner Schuss, Lady Florence. Schau mal, da oben sind zwei Gegner. Mhm. Die haben aber, wenn es gut geht, keinen Treffer auf uns. Die können hier keine Schnitte machen und Pa wird jetzt mal seine Elefantenbüchse nachladen. Also ich habe gleich vier Gegner gesehen. Hier sind zwei in dem Haus. Einer drinnen, einer direkt davor. Einer ist hier bei dem Wagen. Einer ist oben auf dem Dach. Vier, ne? Mhm. Puh. Pa lädt die Elefantenbüchse durch. Vielleicht haben wir ja auch Glück und er kann mit dem Marine-Revolver einen komplett. Ach so. Mit 100% meinst du? Ja, es sind aber nur 49. Ja, das ist zu wenig. Das heißt, wir wechseln die Waffe. Genau, laden einen Schuss nach. Steht er auf der richtigen Seite oder soll man ihn erst bewegen? Nee, lad einen Schuss nach. Ich würde gerne von hier aus dann nochmal schießen. Aber die meisten Gegner sind ja auf der anderen Seite. Trotzdem würde ich gerne den auf dem Dach noch von mit Paar. Guck mal, du könntest jetzt noch einmal schießen mit Paar. War kein Präzisionsschuss. Nö, aber das macht ja nichts. Trotz. Aber den hier. Aber dann ist wieder der einzige Schuss die einzige Patrone raus. Er kann in der nächsten Runde wieder schießen und nachladen, solange er sich nicht bewegt. Wenn wir den Präzisionsschuss nehmen, dann können wir ihn in der nächsten Runde mit der Wahrscheinlichkeit sicher ausschalten. Ach so, dann schießt doch diese Runde nochmal mit dem Revolver. Ja, ganz genau. Mhm. Ach, ich mag, wie du denkst. Und so kriegt er wenigstens ein bisschen Glück abgezogen. Oder sogar Trefferpunkte. Sehr schön. So, jetzt ist er dran. Und jetzt ist die Frage. Also wir müssen auf jeden Fall jemand auf die linke Seite stellen. Das ist sonst so riskant. Mhm. Vielleicht, wie viele Lebenspunkte hat sie denn? Sie hat nur 5. Mhm. Dann bleibt sie da und er geht auf die linke Seite. Ja, seit sein Schädelbruch geheilt ist, geht es ihm ja wieder etwas besser, kopfmäßig. Das heißt, wir schicken ihn hier hin, ans Fenster. Genau. Hoffen, dass er da nicht durch den Schussbereich von irgendjemandem läuft. Guck mal. Ach, wie schön. Guck mal, da steht jemand komplett frei. 62 Wahrscheinlichkeit. Und 4. 65 bei der Doppelflinte. Dann nehmen wir doch die. Warum ist da die Wahrscheinlichkeit so gering? Kannst du mal das Info-Ding anmachen, bitte? Weil Pa hätte ja auf so eine Entfernung eigentlich 100%. Der Basiszielenwert ist einfach nicht so hoch. Ach so. Junior Shield ein bisschen, aber ich finde den Wert eigentlich ganz gut. Dann machen wir das doch. Zwei Drittel. Wahrscheinlichkeit. Platsch. Sehr schön. Mhm. So, und die Lady, die kann jetzt wiederum hier in die komplette Deckung reinrennen. Genau, das gefällt uns besser. Kann von da aus einmal aufs Dach schießen. Nochmal auf den, der. Die Wahrscheinlichkeit ist gering, aber sie hat ja auch. Ja, genau. Sollte sie machen. Genau, ist ja nur ein Glücksschuss, sonst geht ja nur darum, bei ihm hier das Glück so ein bisschen zu reduzieren, damit er beim nächsten Schuss von Paar getroffen werden kann. Er flitzt wieder hin und her. Das wird ihm nichts helfen. Und schießt tatsächlich. Nee, schießt auf die Dame. Auf sie. Anscheinend ist der andere, der Junge, außerhalb seines Sichtfeldes gewesen. Mhm. Da oben taucht ein neuer auf. Das ist der Boss. Das ist ein Zehner. Oh, guck mal, ob Paar schon auf den schießen kann. Das wäre ein toller Schuss. Oh, das wäre genial. Mhm. Präziser Schuss beim Paar. Na, das war die falsche Waffe. Was war denn das gerade? Waffe gewechselt, genau. Präziser Schuss. Ich bin ein bisschen nervös. Auf, der Zehner. Schaden. Auf Lucio 5. Molena. Guck mal, ob der normale Schuss auch 5 Schaden gäbe. Dann können wir nämlich auch gleich. 78. Nee, dann nehmen wir den Präzisen. Ist doch auch egal. Dann nehmen wir den Präzisen, ja. Was spricht dagegen? Nichts. Weil er verbraucht auf jeden Fall den einzelnen Schuss. Ist es Quatsch, den ja für den. Oder wir schalten den Einer hier aus mit. Da können die von der Seite. Aber er steht gerade ohne Deckung da, dieser Lucio Molena. Ja, das ist schon. Das machen wir. Treffer. Und Florence darf nochmal auf den Einer schießen. Einfach so lange, bis er den Geist aufgibt. 32. Egal. Sein Glück wird fallen. Und 32 heißt ja, jeder dritte Schuss trifft. Tja, und er hat keinen Gegner, auf den er schießen könnte. Mal gucken, ob wir irgendwo einen entdecken. Na, da kommen wir aber nicht hin. Da ist der Winkel schlecht. Wie wäre es denn, wenn wir da wieder Richtung Tür gehen und auch gucken, ob wir mit ihm auch vielleicht auf diesen Molena schießen können? Oh ja. Weil hier ist ja kein Gegner direkt vor der Nase. Genau, den einen, der uns hier flankieren wollte, den haben wir ja ausgeknipst. Hier steht irgendwo einer. Nee, da ist keiner. Das hätte man gesehen. Das heißt, wir laufen hier hin und versuchen,
Ja, eher von hier aus, oder? Ja, der Winkel ist von rechts da besser am Fenster, genau. Super. Ja. Sieht er was? Jawohl, er sieht was. Er sieht da einen Dreier, das wäre auch in Ordnung. Aber nicht mit der Schrotflinte. Das ist eine Frau. Nicht mit der Schrotflinte, bitte. Er hat nichts in der Nähe. Der will auf eine Frau schießen, hier? Ja, wenn auf eine Barfrau. Seine Banditin steht da. Das ist ja ein Ding. Einfach nur Banditin. Banditin. 44%, 72 Schaden, 4. Dann nimmt keine Deckung. Also dann bitte die Also wenn die auf Frauen schießen, sollten wir auch auf Frauen schießen. Gleichberechtigung für alle. Erinnerst du dich an unser XCOM-Let's Play? Oh Gott, wo wir die Soldatinnen in unserer Reihe eine nach der anderen abgemurkst worden. Ja, erinnerst du dich an Corinna? Oh Gott, ja. Mhm. Corinna vor oder nach ihrer Geschlechts-OP? Während, Das sind jetzt so Insider-Witze für die Leute, die uns schon länger kennen auf unserem Kanal. Eins weiter. Einfach auf bestätigen, 72%. Und genau, mach die Augen zu. Kann ich sie wieder aufmachen? Ja. Gut. Der Tod sagt, deine Feinde starben und es wurden allmählich weniger. Aha. Sehr, So, Pa ist dran und sieht einen Gegner nur, aber hat eh keine. Ich bin für Nachladen. Oder? Für Nachladen und dann einmal schießen. Oder wir wechseln mal die Waffe und gucken, ob wir vielleicht. Nee, 49% nicht. Dann machen wir lieber. Nachladen sowieso. Waffe wechseln. Achso, stimmt, hast recht, genau. Erstmal nachladen. Dann die Waffe wechseln. Du könntest jetzt auch mit dem Elefantengewehr auf den 49er schießen. Nee, da haben wir nicht genug Aktions... Aber mit einem mit einem normalen Schuss. Mit einem normalen Schuss. Wahrscheinlichkeit 57. Das könnten wir tun. Dann haben wir den mal weg. Ich bin dafür, dass wir... Ich bin dafür, dass wir das tun. Der Revolver hat 49. Das ist ein geringer Unterschied. Ah ja, aber dafür hätten wir nächste Runde dann den präzisen Schuss. Ganz genau. Aha, clever. Machen wir. Okay. Und notfalls verliert er eben etwas Glück. Oder auch das Leben. Ja. Sehr schön. So, jetzt bleibt der Sohnemann übrig. Wir bleiben einfach auf Position. Hat kein Ziel. Nee, wir bleiben auf Position, bis sich dieser Bandit bewegt. Der ist jetzt gerade in diese Hütte da drüben gelaufen. Wohl, von hier rechts haben wir ja keinen mehr, der uns angreifen könnte. Doch, einer ist da noch. Also links steht links steht einer und das Haus ist sauber. Hier der Chef. Ja, aber das Haus hier auf der rechten Seite, das ist sauber. Ach so, du willst ihn in die Mangel nehmen, in die Zange nehmen. Ja. Von da aus können wir nicht mehr angegriffen werden. Das heißt, wir können auf die linke Seite gehen. Dann haben wir ein freies Sichtfeld nach links. Ah, ja, genau. Guter Plan. Das wäre schon mal auf jeden Fall ganz, ganz klug. Was wäre hier? Wir könnten auch hier hinlaufen. Das wäre gerannt, dann könnten wir nicht mehr schießen. Macht aber nichts. Aber hätten dann... Schöne Deckung. Ja. Wir hätten dann von mehreren Seiten aus die Möglichkeit, auf Leute zu schießen. Das machen wir. Oder wir bleiben im Haus und stellen den einfach nur hier hin und gucken, ob wir ich bin hierfür. Ja, dann ob der andere vom Balkon runterkommt. Ja. Und Florence? Haben wir immer noch kein Ziel. Können wir nachladen. Ja, das ist aber egal. Das ist bei dem Gewehr, glaube ich, Wurst. Die Doppelflinte, die können wir nachladen. Die können wir nachladen, ja. Jetzt ist sie dran, hat auch kein Ziel. Ja, sie wartet ab. Wartet einfach ab. Bin ich dafür. Hat einen idealen Platz. Hier können wir auch, dann machen wir hier bei dem Wildwestgewehr einmal nachladen. Genau. Lädt zwei Patronen nach. Ja gut, das heißt auch, man soll hier oft nachladen, weil das nicht mit einem Mal geht. Stimmt, ganz genau. Dann können wir ja nochmal nachladen in derselben Runde. Genau, weil einen Overwatch brauchen wir sowieso nicht zu befehlen. Das wäre ja automatisch, wenn es überhaupt mal funktioniert. Beobachtungsposten, genau. Wieder eine Bardame, oder? Ja, das ist wieder eine Banditin. Hier steht offen, ist der steht frei im Hof. Ja, den... Florence getroffen. Aber nur leicht. Also den Oberboss, den würde ich jetzt gerne mit einem Präzisionsschuss da hinten rauskriegen. Bei Florence müssen wir aufpassen. Die hat nur noch drei Trefferpunkte. Sollten wir bei ihr... Die ziehen wir als Letzte und gucken dann, ob die schießen muss oder ob wir ihr eventuell sagen können, heil dich. Ich glaube, wir kriegen mit dem Präzisionsgewehr und Paar kriegen wir jetzt den Oberboss klein. Das glaube ich auch. Schaden 5, Trefferchance 100%. Ja.
Da kann er sich noch so viel hinter diesem Sarg da verstecken oder was immer das da ist. You took down the most vicious among them. Ganz genau. Und jetzt schnappen wir uns noch den Sohnemann und er geht ans hintere Fenster. Hierhin. Und das Opfer steht nie an die rechte Seite, sondern muss er nicht durch das Schussfeld laufen. Rechts neben das Fenster. Hier meinst du hin. Mhm. Mhm. Und die Zielperson steht ja frei im Hof hier. Kannst sogar mit Schrot schießen. Erledige alle Gegner. Sehr schön. Das ist ja mal endlich gut gelaufen. Mhm. Das Auftrag. Haben wir nicht peinlich gelöst. Auftrag abgeschlossen und wir haben schlimme Banditen erwischt. Ja, schlimme Schurken und zwei Ladies. Und zwei schlimme Ladies. Viele neue Karten, die wir bekommen haben. Neue Gegenstände wie Schlangenlederstiefel. Sehr schön. Pick 9, Herzkönig, Kreuz Ass. Was steht da unten für eine Karte? Let's Play Ende? Oh. Das kann doch nicht sein. Oder jetzt doch? Naja. Ist die Karte tatsächlich so? Ich hab's auch gesehen. Ja. Ganz deutlich. Ja. Nein, keine Bange. Das wird jetzt nicht passieren. Das werden wir jetzt nicht machen. Oder besser gesagt, das werde ich jetzt nicht machen. Vielleicht hört ihr den kleinen Unterschied beim Ton, dass meine Sprechhaltung, dass das alles jetzt ein bisschen anders klingt. Ich nehme das hier ein bisschen später auf. Das bisherige Let's Play von H2S, das haben Christian und ich gemeinsam aufgenommen an dem Tag vor dem Release des Spiels und an dem Tag danach. Das waren diese 8 Folgen hier. Und eigentlich wollten wir mit dieser Folge hier auch ein Ende setzen, wollten dieses Let's Play, dieses kurze hier beenden, weil das halt hier ein wahnsinnig storylastiger Titel ist und wir nicht das ganze Spiel spoilern wollten. Aber, das Spiel ist so gut angekommen auf meinem YouTube-Kanal, dass ich mir gesagt habe, nein, wir machen eine Fortsetzung. Leider nicht mit diesem Szenario hier, weil, das habt ihr ja auch mitbekommen, es gibt nur ein einziges Save, mehr nicht. Und das habe ich mittlerweile schon längst weitergespielt. Das hier, das nehme ich jetzt schon einige Zeit nach dem Release auf, das, was ich jetzt gerade spreche. Aber ich kann was anderes machen. Ich kann euch ein anderes Szenario zeigen aus dieser Reihe. Das heißt, auf Gold vertrauen wir. Über einen heißblütigen jungen Abenteurer, so heißt es im Beschreibungstext, der fantastische Geschichten hört über eine goldene Stadt und eine Expedition plant ins Herz des Dschungels. Unermesslicher Reichtum und ewiger Ruhm seien greifbar nah für ihn, aber welchen Preis ist er dafür bereit zu zahlen? Fragt das Programm, fragt der Text und die Antwort, die werde ich euch dann liefern. Allerdings auch alleine, denn vielleicht habt ihr das auch gehört. Wenn nicht, dann bin ich darauf hier ziemlich stolz, denn es gab in der letzten und auch in dieser Folge erhebliche Tonprobleme auf Seiten von Christian und ich habe unglaublich viel Zeit da rein investiert, um sein verrecknes Mikrofon, um das, was da ausgespuckt worden ist an Tondatei von ihm, um zu reparieren. Ich habe wahnsinnig viel Zeit damit verbracht, um eine unglaubliche Menge an Störgeräuschen zu entfernen und um seinen Ton neu auszupegeln. Er braucht ein neues Mikrofon, deshalb können wir das nicht gemeinsam fortsetzen, sondern bei der Fortsetzung in der nächsten Folge, da sind wir dann alleine. Ihr und ich und Christian kann leider nur zuschauen. Insofern hoffe ich, dass auf Gold vertrauen wir, auch heißt auf Writing Bull vertrauen wir und dass er mir vertraut und weiter dabei bleibt bei diesem Let's Play. In Kürze, bald geht's weiter.